Herr Präsident, meine Damen und Herren, jetzt habe ich mich doch noch mal zu Wort gemeldet, weil hier wirklich Sachen behauptet werden und Sachen miteinander vermischt werden, wo ich wirklich Probleme habe, irgendwie das zu verstehen, wo jetzt der genaue Zusammenhang ist. Herr Voss, Sie haben jetzt gerade ein Thema angesprochen, das ja berechtigt ist. Wie gehen wir mit den Ländern in Afrika um, auch das Thema Flüchtlingssituation, Stichwort Ursachenbekämpfung, was die Europäische Union macht, und da kennen Sie sich ja gut aus als Agrarpolitiker, beim Thema Zölle, das ist doch genau der Punkt. Was tun wir Afrika an mit Handelsbarrieren? Ja, also wie geben wir unseren afrikanischen Nachbarn eine Perspektive, weil wir Handelsbarrieren haben? Wie helfen wir denn Afrika, wenn wir weiterhin Zölle haben mit Kanada? Das habe ich noch nicht verstanden. Also dass wir Handelsbarrieren mit Kanada abbauen, dass das jetzt die Situation in Afrika verschärfen sollte, das kommt bei mir im Kopf nicht ganz zusammen. Vielleicht sollten wir andersherum sagen, gerade deshalb sollten wir uns das zum Vorbild nehmen und auch in andere Richtungen Handelsbarrieren abbauen, um anderen Ländern auf der Welt zu helfen, denen es deutlich schlechter geht als uns. Und ich sage Ihnen noch einen Punkt, der mir wirklich wichtig ist und der hier so ein bisschen zerredet wurde, was mich wirklich langsam ärgert. Wir sind natürlich im Wahlkampf. Das ist die drittletzte Sitzung vor der Landtagswahl. Wir haben jetzt große Veranstaltungen. Der Ministerpräsident hat bei den IHK Neues-Empfängen beim UV Nord gesprochen. Und da werden natürlich dann auch die Reden gehalten und entsprechend darauf reagiert. Und wenn der IHK-Präsident von Kiel, der ja in Schleswig-Holstein nicht irgendwer ist, massiv sich für CETA einsetzt, der ganze Saal klatscht und in der ersten Reihe Ihre Regierungsvertreter mitklatschen, und Sie stellen sich hier im Parlament hin und sagen, nein, aber im Bundesrat dürfen die nicht zustimmen, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht in Ordnung in einem Wahlkampf. Sie müssen heute mal sagen, wie Sie abstimmen wollen. Und die, ja, Frau Dr. Bohn, die Nummer von Herrn Dr. Stegner, also das sei ja demokratisch nicht geboten. Wahrscheinlich werden wir ja gar nicht mehr das im Bundesrat auf der Tagesordnung haben in dieser Wahlperiode. Das ist doch wirklich albern. Dann müssen wir morgen, dann müssen wir die nächsten zwei Monate bei der Landtagssitzung gar nichts mehr beschließen. Das können wir meinetwegen gerne machen. Das würde dem Land sehr helfen, wenn Sie nichts mehr beschließen. Aber Sie können doch nicht morgen ein Sondervermögen einbringen, wo Sie über die nächsten Jahre, kurz vor der Abwahl, nochmal rot-grün-blaue Verkehrspolitik festnageln wollen. Das können Sie nicht machen, wenn Sie andererseits sagen, hier kneifen wir den Schwanz ein. Herr Abgeordneter Vogt, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten König. Ja. Bitte schön. Sehr geehrter Kollege Vogt, ich würde Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie jetzt gerade den Grünen, glaube ich, zu Unrecht vorgeworfen haben, sich gegen CETA zu positionieren, weil wir haben jetzt gerade in der Debatte gehört, dass Sie gar nicht gesagt haben, dass Sie gegen CETA sind. Die haben gesagt, wir verfolgen die Debatte, wir gucken mal, aber ein klares Nein habe ich hier leider gerade gar nicht gehört. Von daher muss ich den Vorwurf, dass Sie hier für CETA klatschen beim Unternehmerverband und sich dann hier dagegen positionieren, muss ich den zurückweisen. Herr König, sind Sie noch in der Piratenfraktion oder in der Grünen-Fraktion? Das möchte ich auch gerne wissen. Also dass die Grünen bei CETA schon von den Piraten verteidigt werden müssen, finde ich interessant. Aber ich will Ihnen noch mal eins sagen. Wir haben diesen Antrag eingereicht, weil der Kollege Bernd Voss einen Grünen-Fraktionsbeschluss von Anfang November, am 30. Oktober war ja die Ratifizierung auf europäischer Ebene mit den Kanadiern. Und da hat ein paar Tage später die grüne Landtagsfraktion beschlossen, nein zu CETA, wir bleiben dabei. Und der Kollege Voss hat eben gesagt, das sei ja quasi eine Art Staatsstreich durch die Hintertür. Wenn das kein Nein ist, dann weiß ich auch nicht, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen aus dem Parlament liegen nicht vor. Dann hat jetzt die Landesregierung das Wort. Das Wort hat der Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, Reinhard Mayer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Erfolg der Wirtschaft in Deutschland, den wir immer gerne begrüßen, ist ohne Exporte undenkbar. Der Mittelstand in Schleswig-Holstein mit mehr als seinen 30 Weltmarktführern, der profitiert genau von diesen Exportmöglichkeiten. Und diese Unternehmen, meine Damen und Herren, sichern Wohlstand und Arbeitsplätze. Aber unbestritten, Globalisierung und freier Welthandel brauchen faire Regeln. Sie brauchen hohe Standards bei Verbraucher- und Gesundheitsschutz, bei Arbeitnehmerrechten, im Umweltschutz, dem Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und das, meine Damen und Herren, gilt als Messlatte für alle Freihandelsabkommen. Meine Damen und Herren, ich habe hier an dieser Stelle 2014, 2016, zuletzt im Juli, die Position der Landesregierung immer klar gemacht. Insofern, Frau Damerow, haben Sie vielleicht der Debatte nicht so ganz gefolgt, sonst hätten Sie wissen können, dass ich für die Landesregierung diese Position immer klar gemacht habe. Insofern wiederhole ich mich. Es sind vier Leitlinien. Herr Stegner hat 8 Punkte genannt, aber die 8 Punkte finden sich in den 4 Leitlinien auch wieder. Wir haben immer sehr deutlich gemacht, wir brauchen erstens Transparenz, denn ein Grundfehler von CETA bei TTIP ohnehin war die fehlende Transparenz, die ja genau zu diesen ganzen Gerüchten geführt hat. Wir müssen die Dinge offen auf den Tisch legen,
damit den Bürgerinnen und Bürgern auch klar ist, worüber wird da eigentlich abgestimmt. Zweitens, wir haben gesagt, keine Absenkung von Standards. Es darf keinen Wettbewerb nach unten geben. Wir stellen fest bei den Verhandlungen zu CETA, es gibt keinen Zwang zur Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Im Gegenteil, in den Verhandlungen ist erreicht worden, wer Krankenhäuser oder die Wasserversorgung früher einmal privatisiert hat, der kann sogar ausdrücklich das wieder in kommunale Hand zurücknehmen. Und nehmen Sie das bitte mal als Fakt aus der Verhandlung zur Kenntnis. Das Gleiche gilt für die ILO-Kernarbeitsnormen. Auch dort ist nachverhandelt worden. Kanada hatte eine Norm noch nicht akzeptiert und hat zugesagt, dies zu tun. Das ist ja gerade das Ergebnis von Verhandlungen bei CETA, die ein solches Abkommen am Ende des Tages verbessern helfen, meine Damen und Herren. Dritter Punkt waren die unabhängigen Gerichte. Ich glaube, mit dem ordentlichen Investitionsgerichtshof, der im Abkommen ausgehandelt worden ist, haben wir ein geeignetes Instrument. Und Herr Dr. Breyer, Sie haben heute genug geredet. Ich würde jetzt gerne meine Rede auch weiter fortführen. Der vierte Punkt ist die demokratische Legitimation, meine Damen und Herren. Wir haben die Erkenntnis, es handelt sich um ein gemischtes Abkommen. Das bedeutet in Deutschland auch die Beteiligung der Länder über den Bundesrat. Aber jetzt sage ich mal zum FDP-Antrag, diesem schönen Schaufensterantrag nach dem Motto, stimmt doch bitte heute darüber ab, was im Jahre 2018 vorliegen wird. So geht es natürlich nicht. Es gibt ein geordnetes Verfahren. Die Landesregierung wird ihr Abstimmungsverhalten über den Bundesrat dann festlegen, wenn die entsprechende Vorlage da ist. Wahrscheinlich im Jahre 2018. Das wird im Übrigen, Herr Kubicki, diese Landesregierung sein. Und deswegen werden wir auch sehr genau verfolgen, was zurzeit im Europaparlament, gestern im Handelsausschuss diskutiert wird, was dort ratifiziert wird. Sie wissen, CETA kann für die Teile, die nicht für die Länder originär gelten, dann schon in Kraft gesetzt werden, wenn das Europaparlament zustimmt. Wir werden gemeinsam wie alle anderen 28 Mitgliedstaaten das Verfahren haben, auf das ich gerade hingewiesen habe. Aber, meine Damen und Herren, zum Abschluss vielleicht noch eine Anmerkung, weil das in der Debatte dann doch manchmal ein bisschen durcheinander ging. Ich glaube, CETA ist ein gutes Abkommen. Ich glaube, und da spreche ich für die Landesregierung, dass wir das auch hochhalten müssen, unterstützen müssen in der augenblicklichen Weltsituation, wo wir einen amerikanischen Präsidenten Trump haben, der ja offensichtlich durch Anträge wie die Piraten noch verstärkt wird. Nämlich, dass man solche Freihandelsabkommen, solche Regeln in der Welt nicht mehr haben will. Und ich glaube, es ist eine Chance und insbesondere eine Chance für Europa, wir reden über die Europäische Union, dass wir solche Abkommen wie CETA nutzen, um auch klare Zeichen zu setzen für einen freien Welthandel gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich sage das sehr deutlich, ich werbe dafür in der Landesregierung, wir sind uns darüber einig, dass wir Freihandelsabkommen brauchen, dass wir über solche Freihandelsabkommen diskutieren, dass wir unsere Position, wie ich sie gerade beschrieben habe, festhalten. Meine Auffassung ist, CETA kann genau dieses Vorbild sein. Und insofern hat der Ministerpräsident auf den Neujahrsempfängen genau diese Position vertreten und nichts anderes, meine Damen und Herren. Und danach wird sich die Landesregierung orientieren. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung. Es ist für beide Anträge Abstimmung in der Sache beantragt worden. Zunächst kommen wir zum Geschäftsordnungsantrag der Piratenfraktion mit Drucksachennummer 18/5026. Wer diesem Geschäftsordnungsantrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Das ist die Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Abgeordneten des SSW. Enthaltungen? Enthaltung, das ist eine Art Enthaltung. Ich bin jetzt bei der Abstimmung. Wer enthält sich? So rum. Also einzelne Abgeordnete enthalten sich, andere sind nicht an der Abstimmung beteiligt. Ich nehme das mal als Enthaltung. Auf jeden Fall ist die Mehrheit eindeutig für die Ablehnung des Geschäftsordnungsantrages. Und das halten wir jetzt im Protokoll
fest, es gibt keine Gegenstimme, bis auf die Piratenfraktion. Das habe ich bereits gesagt. Jetzt haben wir auch noch mal einen Geschäftsordnungsbeitrag, schätze ich mal. Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte darum, die letzte Abstimmung noch einmal zu wiederholen, weil ich den Eindruck hatte, dass nicht alle Fraktionen abgestimmt hatten. Ja, das habe ich ja während der Abstimmung mehrfach eingefordert. Und ich kann keinen Abgeordneten dazu zwingen, seinen Arm für irgendwas zu heben. Wenn er nicht an der Abstimmung teilnimmt, dann nehmen wir das nicht als Gegenstimme und auch nicht als Befürwortung, sondern dann ist das de facto eine Enthaltung. Ich kann mich nicht um jeden einzelnen Arm kümmern, werde das auch nicht tun. Es gibt auch keine Wiederholung. Der Abstimmung ist gültig, der Antrag ist abgelehnt. So, jetzt kommen wir zur nächsten Abstimmung in der Sache. Es geht um die Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP mit Drucksachennummer 184936. Jetzt lasse ich zunächst über den Antrag abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der FDP und die Fraktion der CDU. Wer gegen diesen Antrag ist, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Abgeordnete SW sowie die Piraten. Das ist dann sozusagen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt gegen die Stimmen von CDU und FDP. Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Mittagspause. Guten Appetit bis 15 Uhr.